Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Von den abgedrehten Typen, denen schon Pulp Fiction und American Psycho eingefallen ist. Ich tue so, als wäre ich ein Vampir. Ich bin auf der Suche nach meiner Beute für die kommende Nacht. Wer wird es sein? Wie heißen die Regeln des Spiels? Ich glaube, ich habe mich in das Mädchen verliebt. Sie ist süß, rein, unschuldig. Sie ist noch Jungfrau. Sag, was du willst. Enthaltsamkeit ist hundertprozentig sicher und dann wäre die Wahrscheinlichkeit immer noch geringer als... Wie dem auch sei, ist mir völlig egal. Ich studiere kein Mathe. Ist doch vollkommen blöd. Typisch. Tu, wonach dir ist. Könnte lustig werden. Du willst es doch auch. Du trinkst! Genau. Ich bin betrunken. Heute Abend ist es soweit. Wer ist der Auserwählte? Sean Bateman. Er ist Drogendealer. Und ein Arzt. Und du kriegst, was du verdienst. Nicht aufhören. Komm schon. Oh. Ich glaube, es wirkt jetzt. Mm. Oh ja. Die ist ja eklig. Ich habe bloß mit ihr gevögelt, weil ich in dich verliebt bin. Nach dem Roman von Bret Easton Ellis. Wo ist mein Geld? Er hat es. Bring mir meine Kohle! Ich will dich kennenlernen. Was soll der Blödsinn? Niemand kennt irgendeinen anderen. Sie wird dich niemals wiedersehen wollen. Bist du denn völlig wahnsinnig? Definier wahnsinnig. Find dich damit ab. Also, was hältst du davon? Was ich davon halte? Rock'n'Roll. Die Regeln des Spiels. Du bist doch dabei, oder? Nummer 4. Excuse me. True love is hard to find. Sometimes you think you have true love and then you catch the early flight home from San Diego. Today, Mitch's life took an unexpected turn. Heidi? What are you doing home? And a couple of nude people jump out of your bathroom blindfolded like a damn magic show. I'm really sorry. Now, Mitch, you're on the rebound. You're like an injured young fawn who's been nursed back to health, who's finally going to be re-released into the wilderness. He's getting a little help from his friends. I want to thank you very much for coming to the official Mitch Martin Freedom Festival. He's a very successful, very disease-free gentleman standing by the minibar. From DreamWorks Pictures. We are officially starting a fraternity. This is my house. I heard you guys are starting up a fraternity. Who told you that? And the director of Road Trip. We're giving out bids to 14 guys. Wait, who's this guy? He looks like he's 100 years old. Just ring a bell, you pansy. Good morning. Now that was a party. I want in. Half these guys don't even go to the school. I promised my wife I wouldn't drink tonight. I'll do one. We're gonna do one. We're going streaking! Once it hits your lips, it's so good. We don't take it too seriously. You may be asking yourself, why is this cinder block tied securely to your earmuffs? Don't you think this is going a little far? Frank, just pace yourself. Sorry. Luke Wilson. I get the feeling you have a entirely distorted view of who I am. Will Ferrell. What's going on? If you tell anyone about this, I'll kill you. I'm kidding. We'll come back by tonight. Okay, sweetie? Let's go! And Vince Vaughn. There's my wife, always smiling. Hi, honey. Judging, watching. Look at the baby. Be careful. That's the most powerful trank gun on the market. Yes! Ow! That's awesome! Old school. Nummer 3. You might think you know about school, but I got something to say to you. What are you, a narc? No, I'm a pre-frosh. Admissions arranged for me to spend the night at your frat. Well, here's all you need to know. Classes, nothing before 11. Beer, it's your best friend, you drink a lot of it. Women, you're a freshman, so it's pretty much out of the question. It's a whole new ball game on campus these days, and they call it PC. Politically correct. What do we eat? What happened to the ozone layer? It was last week. Oh. Now it's meat. Let's do lunch. Pride of the Port Chester Sports Program, Tom. Hippie Olympics. Swirly. Hey, it's
the 90s, we'll take what we can get. Gays in the military now! Free Nelson Mandela! They freed him already. Oh. Ladies and gentlemen, I think it's time to revive an ancient tradition we seem to have long forgotten. You guys are talking about a party. Me, Dave, and Dave are on beer. Toss him in back. Sunroof. All right. What's everybody doing? Finishing the thesis, Buzzhead. What? Am I okay on that side? That's good. Play Metallica and they will come. Can you get us in? Yeah, I think so. What happened to that cute preppy cake? You're gonna wear the shirt of the band you're gonna go see. Don't be that guy. You know, this place is kind of insane. PCU! Prepare yourself for initiation. Try to relax. Nummer 2. Das ist nicht die Highschool, Mann. Das ist ein völlig neues Level. Du bist ein Niemand. Wer bist denn du? Jack Bradford. Hier bist du auf dich allein gestellt. Entschuldige, bitte. Bis dann. Ich mach mir echt Sorgen wegen der neuen Typen. Das wird echt ein schräges Jahr, Mann. Zwei Regeln. Kein Alkohol in diesem Haus, keine Mädchen oben in den Schlafzimmern. Sagen wir mal Hallo. Vergesst euch nicht, Wuchtel. Hey, Ladies. Ihr verschwendet eure Zeit. Lesben. Mir gefällt der schüchterne Typ da auf dem Rücksitz. Ich will sehen, in welchem Zimmer sie wohnt. Das riecht schwer nach einstweiliger Verfügung. Woher wusstest du, in welchem Zimmer ich wohne? Ich studiere investigativen Journalismus. Ich schätze, da kennst du auch meinen Namen. Ja, wenn du ihn mir sagst. Die Dinge bedeuten nur so viel, wie wir ihnen an Bedeutung beimessen. Es geht darum, sich für etwas einzusetzen. Sie ist ziemlich klug. Nicht so wie die anderen hohlen Tussis, die herumrennen. Dann pass ja auf, dass du nicht rüberkommst wie so ein Volltrottel. Hey! Hey, du bist blond. Ich weiß. Das ist ein neuer Schulrekord. Ich bin eher der stille Typ, weißt du? Das ist so sexy. Nummer 1. This is Faber College in 1962. You know, 1962 had to be the best year of my life. I was a member of Delta Tau Chi. The Deltas. What a great bunch of guys. Bluto. Hoover. Raise your right hand. Pinto. Flounder. Flounder? D-Day. Boone. It's not gonna be an orgy. It's a toga party. And look at me in 62, the otter. School was fun in those days. The girl, the party. The friendships. The girls. Of course, we had our problems. Find me a way to revoke Delta's charter. Out. Finished at Faber, expelled. I want you off this campus at 9 o'clock Monday morning. Let's go! Yeah.
Belushi. Tim Matheson. Would you go out with me? And Donald Sutherland as Jennings. Now, is Milton saying being bad is more fun than being good? National Lampoon's Animal House. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.